Heute geht es um das Thema Clubhouse. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen auf den sozialen Medien. Die App Clubhouse ist aktuell vollkommen im Trend. Jeder postet irgendwie sein Profil und sagt, er stellt dort jetzt irgendwie einen Raum, wo man reinkommen kann, zuhören kann und so weiter. Und ich will euch heute mal in diesem Video schnell über diese App aufklären. So Leute, hi und herzlich willkommen hier in diesem brandneuen Video. Heute geht es um das Thema Clubhouse. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen auf den sozialen Medien. Die App Clubhouse ist aktuell vollkommen im Trend. Jeder postet irgendwie sein Profil und sagt, er stellt dort jetzt irgendwie einen Raum, wo man reinkommen kann, zuhören kann und so weiter. Und ich will euch heute mal in diesem Video schnell über diese App aufklären. Ich will euch zeigen, wie diese App funktioniert, was sie für Vorteile hat, damit am Ende dieses Videos wirklich jeder die App Clubhouse versteht und optimal nutzen kann. So, wie kann man generell bei Clubhouse mitmachen? Du brauchst auf jeden Fall eine Einladung und aktuell noch ein iPhone. Eine Android-App ist dazu auch gerade am Kommen. Das heißt, du kannst jetzt, wenn du dieses Video schaust, doch einfach mal dein Google Play oder was auch immer aktualisieren und vielleicht kannst du die App auch schon downloaden. Am Anfang ist es so, jeder User hat zwei Einladungslinks. Das heißt, jeder kann zwei Einladungen verschicken. Wenn du jedoch ein bisschen aktiver bist, Leuten folgst und so weiter, dann bekommst du mehrere Möglichkeiten, um mehrere Einladungen zu verschicken. Wenn du eine Einladung erhalten hast, dann kannst du zunächst mal dein Profil erstellen. Dazu nehme ich jetzt mein Handy, um euch das Ganze mal auch an meinem Handy zu zeigen. Du kannst hier, genauso wie zum Beispiel bei der App Instagram auch, dein Profilbild einrichten. Du kannst deine Interessen auswählen. Das heißt, du kannst sagen, okay, du interessierst dich für das Thema Business, whatever. Und dann werden dir später auch genau zu diesen Themen eben Räume vorgeschlagen. Zusätzlich kannst du auf deinem Profil natürlich auch noch eine Bio erstellen, wie auf Instagram auch. Und du kannst direkt auch deinen Instagram-Account und deinen Twitter-Account verlinken. Generell ist vielleicht auch noch zu sagen, Clubhouse ist nichts anderes als wie Podcast praktisch live. Das heißt, es gibt nicht irgendwie die Funktion, einen Video-Call zu machen oder irgendwie zu kommentieren oder sonst was, sondern es ist wirklich eine reine Audio-Plattform, die dazu auch noch live ist. Deswegen, wenn du jetzt ein Profil erstellt hast und dann im Endeffekt in der App bist, hast du eben die Möglichkeit, hier mehrere Funktionen zu nutzen. Wie du jetzt hier auf diesem Bild siehst, hast du oben links die Suchfunktion. Auf der Suchfunktion kommt man praktisch auf die Explore-Page. Dort kannst du Leute suchen, dort werden dir Leute vorgeschlagen und so weiter, denen du folgen kannst. Du kannst dort auch so gewissen Clubs folgen und suchen und du kannst beispielsweise auch Interessen auswählen. Das heißt, willst du Clubs und Menschen finden in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel jetzt hier Wellness, Hustle, Arts, whatever, und dann kannst du die auswählen und findest dazu immer passende Profile und so weiter, die da eben ihren Live-Podcast machen. Das zweite, was ihr dann hier oben eben seht, sieht so ein bisschen aus wie eine Mail-Funktion. Dort könnt ihr eure ganzen Einladungen verschicken und so weiter. Das heißt, ihr könnt dort zum Beispiel jetzt eingeben Max Weiß und wenn ihr jetzt meine persönliche Telefonnummer habt, könnt ihr mir hier, wenn ihr noch Einladungen frei habt, eben eine Einladung schicken. Daneben haben wir auch direkt gleich diese Kalenderfunktion. In der Kalenderfunktion siehst du aktuelle Talks, wo du eingeladen wurdest, aktuelle Talks, die du dir abgespeichert hast. Oder du kannst oben rechts auch direkt auf New Event gehen und dann praktisch ein Talk hosten. Das heißt, du kannst zum Beispiel einstellen, dass du Mittwoch um 20 Uhr zu dem und dem Thema eben live gehen wirst und über eine bestimmte Sache sprechen wirst. Rechts daneben hast du dann eben noch die Glocke, dort sind deine ganzen Benachrichtigungen, Aktivitäten drin, wer hat dir gefolgt und so weiter und so fort. Und nochmal rechts daneben findest du dann eben dein eigenes Profil.
Dann hast du eben die Möglichkeit, wie du unten in der Mitte groß sehen kannst, einen eigenen Raum zu starten. Wenn du generell einen eigenen Raum startest, bist du eben der Host, du bist der Moderator und du bist derjenige, der in diesem Raum eben sprechen kann. Dort können die Leute, die dir folgen, dann eben beitreten und dir zuhören. Wenn generell jemand aus dem Publikum die Hand hebt, kannst du diese Person mit reinnehmen und kannst sie praktisch mit auf die Stage holen und somit könnt ihr eine Diskussion führen, könnt über bestimmte Themen sprechen und so weiter. Zusätzlich hast du natürlich die Möglichkeit, auf deiner Startseite auch bei aktiven Chats, aktiven Talks beizutreten und als stiller Zuhörer praktisch zuzuhören. Und wenn du zu einer bestimmten Sache irgendwie was zu sagen hast, dann kannst du eben die Hand heben und vielleicht würde dich der Moderator dann mit auf die Stage holen und dann kannst du eben mitdiskutieren und man kann dich dann direkt hören, wenn er dich entmutet hat. Deswegen Fazit zu der App und dem neuen Trend Clubhouse. Es ist nichts anderes als ja, eine Form von Podcast in einer Live-Version und es ist immer schwierig, einen Trend vorherzusehen. Das heißt, wird es langfristig erfolgreich werden oder nicht, ist wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen und kann ich an dieser Stelle natürlich auch nicht sagen, aber nichtsdestotrotz kannst du dir auf jeden Fall mal ein Profil erstellen. Wenn du vielleicht schon auf Clubhouse bist, dann folg mir gerne auch mal auf meinem Account. Wir werden es hier auch nochmal einblenden und dann freue ich mich auf jeden Fall, dich in dem ein oder anderen Talk zu sehen.